Okay, also heute beginnt ein Hungerstreik. Erstmal ist der 4 Tage befristet. Das ist ein Hungerstreik aufgrund der Lage in Kobani. Wie man aus den Medien erfahren hat, Kobani ist eine Stadt, die wird von 3 Seiten vom Islamischen Staat belagert, von den Terrorbanden des Islamischen Staates. Und auf der anderen Seite ist Kobani abgeriegelt durch die türkische Grenze. Und wir müssen feststellen, dass die Türkei den Islamischen Staat ganz massiv mit Waffen, mit Personal auch unterstützt. Also wir wissen von vielen, vielen Bussen, die zur Grenze mit Dschihadisten in den letzten Wochen gefahren worden sind. Es gibt Dokumentationen über Panzerlieferungen. Und ich persönlich habe mich selber einen Monat in der Region im Mai aufgehalten und konnte da zum Beispiel in einem Lager von der ISIS, was gerade von der YPG, also von den Verteidigungskräften, geräumt worden war. Da befand sich eine große Bombenwerkstatt, da lagen noch die fertigen Bomben des Islamischen Staates drinnen und da lagen zum Beispiel Kartons, auf denen drauf stand, Türkei und Saudi-Arabien Hand in Hand, also direkte Lieferungen aus der Türkei. Auch ist uns bekannt, dass die Türkei in der Türkei ein Schwarzmarkt durch ISIS betrieben wird, also praktisch ein Grenzhandel permanent stattfindet und Absprachen zwischen dem Islamischen Staat und der Türkei stattfinden. Was man dazu sagen muss, ist natürlich, das Interesse von der Türkei ist vor allem die Vernichtung des Projekts Rojava. Denn dieses Projekt Rojava ist ein System von Alternativa, von Basisdemokratie, in dem alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert werden. Und es stellt eben eine ganz, ganz deutliche Alternative zu dem autoritären, ja, diktatorischen Regime in der Türkei dar und natürlich auch für die Bevölkerung der Türkei. Deswegen soll die Region vernichtet werden. Und natürlich protestieren wir hier vor allem auch deswegen, weil die Bundesregierung zu dieser ganzen Situation schweigt. Also deswegen ist natürlich auch der Hungerstreik, um dem Thema mehr Raum zu geben. Bundesregierung und Medien schweigen zur türkischen Unterstützung. Türkei ist ja eine der besten Waffenabnehmerländer der Bundesrepublik Deutschland. Es wurden auch viele Waffen in die Türkei verschenkt in den 90er Jahren. Deswegen trägt die Bundesregierung unserer Meinung nach natürlich auch eine große Mitverantwortung dafür, denn die deutschen Waffen, die in die Region kommen, sind Waffen, die möglicherweise auch in die Hände von ISIS gelangen, beziehungsweise die Waffen ersetzen, die an ISIS geliefert werden. Ido az Fatima ave çalekia berçibune je safa kubane ido az da khaza min awa ave zulm zordari le sar khalke ma kubane rabi le sar khalke ma shangal rabi ido am roja yakiam das pedikin am pinj roja ti berçibemine le vedari jibuna af da stiq rije gamari je walati ma derkevin je akha ma derkevin هیدی شری بر دوام لسر بازار ما کوبانه لسر بازار ما شنگاله هیدی ام دخوازن صرب کفن ام دخوازن هیدی او انسانی قریج او انسانی قماری تنه کفن عرضی ما و آخه ما و ما بندست نکن و دخوازه من اوجی خلقی ترکیه اوی نکت اوان داعش و اوان اوی اسلامیه و گریدهی در باس نکنه کوبانه و هم روژاوا و هم شنگاله و دعمه داعشی جداست خلق تركيا وتركيا اوان انسان قماري بعد شير لبجار خدا ام فيك تشكو تصانين ودا خوازا من اوا المانيا وهر دولتك اوروبا يعني بي بحسي ودي فيز المزورداري لسار خلق كوباني راكا وروجافا راكا ولسار خلق شنغال راكا وبيجي بر خدانا شنغالي وكوباني وستباس دكم اوان Vor kurzem in Rojava in Nordsyrien in dem Kanton Jizire. Das ganze Gebiet ist Rojava ist in 3 Kantone aufgeteilt. Jizire im Osten, direkt an der nordirakischen Grenze, dann in der Mitte an der türkisch-syrischen Grenze Kobane und ganz im Westen Afrin. Was man sagen kann, dass in Rojava selber leben die Bevölkerungsgruppen zusammen und haben sich in basisdemokratischen Strukturen organisiert, in Rätestrukturen, in den Dörfern und in den Städten und dann nach oben hin eine Übergangsregierung gebildet. In all diesen Strukturen leben Kurden, Araber, Armenier, Tschetschenen, Turkmenen, assyrische Christen, Jesiden, Chaldäische Christen.
Christen und weitere Bevölkerungsgruppen, die dort leben, zusammen. Es ist so, dass diese Struktur eigentlich ein Gegenmodell ist zu einer neokolonialen Neuaufteilung der Region, weil die Menschen dort gemeinsam versuchen, eine Demokratie aufzubauen. Sie haben ganz konkrete Projekte, zum Beispiel ist gerade eine Universität aufgebaut worden in Kamischlo. In allen drei Kantonen gibt es Akademien für Frauen und gemischte Akademien, wo eine egalitäre Wissenschaft betrieben wird. Es gibt auch ganz konkrete Projekte, zum Beispiel gibt es 20 Ministerien in den Übergangsregierungen jeden Kantons. Da gibt es jeweils ein Ministerium zum Schutz der Frauen. Und dieses Ministerium baut Traumaaufarbeitungszentren auf für Flüchtlinge, die zum Beispiel jetzt gerade von den Massakern des Islamischen Staats betroffen sind, gegen die Jesiden in Çengal, wo ja hier in den Medien auch sehr stark darüber berichtet worden ist. Das Problem bei Rojava ist, dieses Modell ist eben das Gegenmodell zur neokolonialen Neuorganisierung der Region. Und deshalb stehen die regionalen Kräfte wie die Türkei, der Iran, aber auch die internationalen Kräfte, insbesondere die USA, aber auch die europäischen Staaten, diesem Projekt nicht besonders wohlgesonnen gegenüber. Die Türkei versucht gerade eine Pufferzone einzurichten. Die kooperieren sehr stark mit dem Islamischen Staat, liefern denen auch Waffen und versuchen durchzusetzen, dass sie in genau der Region, wo Rojava ist, da leben insgesamt 6 Millionen Menschen in den drei Kantonen, die wollen sie gerne entvölkern, gemeinsam mit dem Islamischen Staat, und dann von der Türkei aus dort eine Pufferzone einrichten. Das ist gerade die Gefahr, und in diesem Rahmen findet auch der Angriff auf Kobane statt, von dem wir in den letzten Tagen sehr viel gehört haben und weswegen auch der Hungerstreik hier stattfindet. Und dieser Angriff auf Kobane, das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Der Islamische Staat greift seit 2 Jahren intensiv die Strukturen in Rojava an, hat zwischenzeitlich den Schwerpunkt in den Nordirak verlegt, nach Çengale. Da gab es ein Abkommen zwischen der Türkei, Vertretern der USA, Vertretern der kurdischen Regionalregierung um Barzani. Die hatten abgesprochen, am 9. Juni gab es dann Treffen in Amman, dass alle Regionen oberhalb des 36. Breitengrades an die KDP gehen. Also um die Kräfte um Barzani und alles darunter an den Islamischen Staat. Die Jesiden sind genau knapp unterhalb des Çengal-Berges, sind knapp unterhalb dieses 36. Breitengrades. Das hat nicht so ganz geklappt, weil der Islamische Staat sich nicht dran gehalten hat und dann weiter nach Norden vordringen wollte. Und dann haben die Kurden sich zusammengeschlossen, um diesen Angriff abzuwehren erstmal. Das heißt aber nicht, dass der Plan der Destruierung dieser Region vom Tisch ist. Und man muss sagen, besonders die USA, aber auch andere Kräfte versuchen, die IS als Spielball zu benutzen. Sie hätten bei der Bombardierung des IS im Nordirak durchaus die Grenze zwischen Nordirak und Syrien schließen können. Sie hätten gezielt da bombardieren können und gemeinsam mit den regionalen Kräften vor Ort die Grenze schließen können. Für den Islamischen Staat haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie so gebombt, dass vom Osten nach Westen die Truppen des Islamischen Staates und die in Mosul erbeuteten Waffen getrieben worden sind nach Raqqa, in das eigentliche Zentrum des Islamischen Staates. Nun wird da bombardiert und quasi von da die Truppen nach Norden geschoben, gen Kobane. Das sind so nicht Nebenschauplätze, sondern eigentlich Hauptkonfliktlinien, die hier in den Medien leider sehr stark verschwiegen werden. Jetzt komme ich noch einmal ganz kurz dazu, was hier stattfindet. Wer sich dagegen wehrt, sind die Volksverteidigungseinheiten JPG und JPG. Da sehen wir hier auch die Flaggen, die Sie vielleicht gleich noch aufnehmen können, dann sehen Sie das. Insbesondere auch die PKK hat gemeinsam mit diesem JPG die Jesiden verteidigt, schon in Çengale, und versucht jetzt auch an diesem Widerstand in Kobane sich zu beteiligen. Und die Menschen hier fordern einfach die internationalen Kräfte auf, diese Kräfte anzuerkennen als Akteure, die für Frieden und Demokratie wirken, und sofort humanitäre Hilfe möglich zu machen nach Kobane, aber auch in die anderen Provinzen von Rojava, weil die durch ein Embargo von den kurdischen Autonomieregionen und aus der Türkei betroffen sind. Da kommen keine Medikamente und keine Lebensmittel durch. Und die Menschen hier streiken aber auch dafür,
um deutlich zu machen, dass es im Grunde genommen ein Unding ist, gerade denjenigen Kräften Waffen zu liefern, die eigentlich die Region mit destabilisieren und dadurch diejenigen Akteure, die mir Stabilität geben, noch weiter zu schwächen. Das ist der Grund dieses Hungerstreiks und deshalb bin ich hier und bin auch solidarisch damit und nehme daran teil. Und ich hoffe, dass dieser schöne demokratische Versuch dort verteidigt werden kann und denke, dass alle humanistischen und demokratischen Kräfte hier in der Bundesrepublik, aber auch weltweit sich solidarisieren sollten und dafür wirken sollten, dass die Menschen dort auch ein Anrecht haben, in Frieden und Demokratie zusammenzuleben. عمتاتنا بيدرك عفوا أنا دحشي بالعربي حتى كل الجماعة العراقيين يفتهمون هالحكي. نحن جينا على مود هذه التدمير صاير في العراق وجماعتنا الإيزيديين والكراد ونحن إيزيديين كردي ونحن نريد السلام ومريت هذا الشر والله يبعدنا من هذا الشر لأنه أي دين ما يريد هذا الشيء يصير لا بسنجار ولا بكوباني لأنه نحن جماعة يزيدين ما عدنا هيجي شغلات ولا شفنا هيجي ذبايح ما ذبايح صاير الأطفال مثل الدجاج دا يذبحون أكبر كفر ونريد كل الدول الأوروبية يقدمون يعني يدعمونا يقولونا يساعدونا بهذا الشيء لأنه كلهم ميتين من الجوع من العطش لا عندهم مكان دا يعيشون بيها ونحن نريد أصواتنا توصل لكل الدول ونحن ممنونين أي إنسان يساعد هذا الدعم معنا مع جماعتنا السوريين والأهل السنجار ونحن خاصة نحن جينا على مود هاي 5 أيام نظل بلا أكل بلا شرب حتى نريد يساعدونا والله مع الصابرين مثل ما يقولون ونحن نريد من جماعة الأوروبيين كلهم ونحن ممنونين منهم ومن مساعدتهم والله ورب العالمين مع الكل وشكرا ممنون على تلفزيونكم هم ولقائكم معنا دانكي شين. Town of Kobani is surrounded by ISIS on 3 sides and 1 side by Turkey. Turkey is closing the border and is supporting the IS attacks. We are protesting against these attacks. Stop the ISIS attacks on Kobani. Stop the continuing arms supplies to ISIS from Rojava. Solidarity with Western Kurdistan, Rojava. The Middle East continues to resemble a tinderbox. The barbaric organization ISIS increasingly terrorizes the entire region. Apart from attacks on Kurdish regions in northern Iraq, where ISIS repeatedly massacred Kurds, especially Yazidis, Christians and Turkmen people, ISIS has resumed attacking the Kobani region in northern Syria since mid-September in the most brutal ways. The region had already been targeted by the terror organization in summer of this year. By 18 September 2014, already 21 villages had to be evacuated due to ISIS attacks, forcing thousands of people to flee. If the Kobani region falls under ISIS control, more massacres with thousands of deaths and hundreds of thousands of refugees will be inevitable. Kobani is one of the 3 cantons in Rojava, in which autonomy was declared in November 2013 under the democratic constitution with the participation of all religious and ethnic groups. And as a person, I can say I've been to Rojava and I've seen the self-administration there. I've seen there Christians, Assyrians, Armenians, Kurds, Arabs living in peace together. Not only living in peace together, but administering the system together, running a system of grassroots democracy in which a council system, in which we have quotas of 40% for women. So we've got a very, very advanced system of democracy in Rojava, more advanced than we have it here in Europe. It can be an example for the Middle East and the whole world. The democratic model in Rojava is a thorn in the side of terrorist groups such as Al-Qaeda,
Jabhat al-Nusra and IS, as well as to regional and international forces. According to news reports, military equipment was transported via train across the Turkish-Syrian border and taken by IS. There have already been reports in the past about Turkish support for ISIS in their attacks on Rojava. This obvious support by the AKP government of Turkey, which has increased its own military presence near the border of Kobani, happens right in front of the eyes of the international public. While the attacks of the terror militia IS in Iraq and southern Kurdistan at the beginning of August of this year were observed and condemned with great urgency, the attacks of the same terror organization on Rojava have been totally ignored. We call on the international public to break its silence in the face of these brutal attacks on Rojava. The international powers have to make sure that Turkey ceases its blatant support for the organization of the Islamic State. Without stopping the support for IS from such states like Turkey, Saudi Arabia and Qatar, IS cannot be adequately defeated. The fight against ISIS cannot be selective and regional, but must be global, united and determined. And that means that we all have to stand up here and protest together against the support of Turkey by Germany, the sending of arms to Turkey from Germany, and the sending of arms from Turkey to IS. We've got here a petition which you can sign. Please sign it and join us in the protest against the massacre in Rojava, against the terror of IS.